Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 12. März 2022. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren News-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Das letzte News-Video war ja ein bisschen anders von der Location. Da war ich ja noch in Orlando, in Walt Disney World und habe es einfach vor dem Hotelzimmer gefilmt. Ja, heute wieder im ursprünglichen Format hier von mir zu Hause. Und ich habe einige Neuigkeiten für euch. Ich war ja letztes Wochenende zum Start des 30. Geburtstags, also der Festlichkeiten vom 30. Geburtstag im Disneyland Paris. Möchte da noch ein bisschen drauf eingehen, auf die Shows, auf die Drohnenshows, auf die Snacks und gegebenenfalls auch ein bisschen mehr Insights euch geben zu den einzelnen Sachen. Ich möchte euch noch mal kurz meine Meinung zu den Sachen anschneiden und habe hier und da die eine oder andere News für euch, die vielleicht für euch für euren nächsten Trip relevant ist. Und ich würde sagen, wir legen los. Beginnen wir mit Snacks und Restaurants und Food, generell dieses Thema. Und zwar beginnen wir mit Restauranteröffnungen. Das Walt's Restaurant, das Restaurant direkt auf der Main Street. Wenn ihr Richtung Schloss geht, kommt es irgendwann auf der linken Seite gegenüber vom Emporium. Und das macht am 12. April auf. Das ist jetzt offiziell. Wir sind ja da vom 11. bis zum 13. Und ein paar Tage vorher konnte man natürlich schon Reservierungen machen über die App. Und da hieß es ab 6. April. Wir haben jetzt eine Reservierung für den 11. April. Wenn wir da sind, weil wir würden da gerne essen gehen. Es gibt auch ein neues Menü zum 30. Geburtstag. Das wollten wir natürlich testen. Es ist nicht ganz günstig. Ich glaube, ein Menü kostet zwischen 60 und 70 Euro. Exklusive Getränke, glaube ich. Ich war da tatsächlich noch nie und würde es mir gerne mal anschauen. Ob wir das jetzt hinkriegen am 11., also die Reservierung steht doch in der App, aber ich habe wenig Hoffnung. Für den 12. und 13. gibt es keine Reservierung mehr in der App. Ich versuche tatsächlich nochmal an der Hotline. Da habe ich nämlich auch schon gehört, dass da tatsächlich manchmal die Möglichkeit besteht, über die Hotline zu reservieren. Ähnlich wie beim Downtown-Restaurant. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile über die App geht, aber beim Downtown-Restaurant konnte man zwischenzeitlich auch nur über die Hotline reservieren. Ja, so viel zu Walt's. Ansonsten sind wir ja nochmal im Mai da. Vielleicht dann, wenn es nicht im April klappt, dann im Mai. Ja, dann die nächste Restauranteröffnung, das Toads. Da war ich auch tatsächlich noch nie. Das ist beim Meet Mickey, hinten bei Peter Pan's Flight, zwischen Peter Pan's Flight und Mickeys Haus eigentlich. Da ist das Toads Restaurant relativ gut versteckt. Und wie gesagt, ich war vorher noch nie da. Und das Toads macht mit einem also das soll als vegetarisches Restaurant öffnen. Also alle Vegetarier, yay! Dazu gehöre ich nicht. Aber freut mich natürlich, dass da die Variation größer wird für Vegetarier. Und es wird dort auch wohl Fish and Chips geben in der bekannten, in so einer Zeitungstüte. Das werden wir dann natürlich dann auch auskundschaften, wenn wir dort sind zwischen 11. und 13. April. Denn am 12. April wird das Disneyland Paris offiziell 30. Und da bin ich mal sehr gespannt, was uns da erwartet. Und natürlich nehme ich euch hier auch in den Vlogs wieder mit. Was wollte ich noch sagen? Achso, ich wollte euch noch fragen. Ich hatte mal irgendwann, wenn ich mal einen Tag Zeit habe, wollte ich mich mal dem Thema vegetarisches Essen widmen. Wenn ich vor Ort bin, den ganzen Tag vegetarisch essen, versuchen zu vegetarisch zu essen, um euch zu zeigen, wie groß die Variation ist bezüglich vegetarischem Essen. Und nochmal vegetarisches Essen. Könnte man ein Schnaps-Trinkspiel draus machen. Also kommentiert gerne mal unten in den Kommentaren, ob euch so ein Video auch interessieren würde. Ja, ich wurde auch jetzt ganz viel gefragt, weißt du, wann Charakter-Restaurants wieder aufmachen, wie und zum Beispiel das Auberge, das Inventions ist ja zurzeit wegen der Renovierungsarbeiten im Disneyland Hotel geschlossen und das bleibt auch so lange zu, solange das Disneyland Hotel renoviert wird. Aber wir hätten das Auberge und wir hätten Café Mickey als Character-Dining-Option zurzeit. Es gab ja auch mal Frühstück bei Plaza Gardens mit Charakteren, aber was das weitergeführt wird... Aber ja, es wird gemunkelt, das ist aber noch nicht bestätigt, dass es vielleicht Ende März da was in die Richtung gehen soll. Ich komme ja gleich noch zu neuen Regelungen bezüglich Maske und etc. pp.
Und durch diese neuen Regelungen kann es tatsächlich sein, dass vielleicht Ende März Character Dinings wieder verfügbar sind. Wenn das der Fall ist, werde ich euch natürlich hier in meinen YouTube-Videos darüber informieren, in den News-Videos vor allem und auch auf Instagram. Also folgt mir auch gerne bei Instagram, wenn ihr das noch nicht tut. Und ja, zum 30. Geburtstag gibt es natürlich auch neue Snacks. Und ich weiß nicht, was Disneyland auf einmal über Nacht da aus dem Boden gestampft hat. Natürlich nicht über Nacht, aber wir sind dann am Sonntag in den Park und dachten, was ist hier los? So viele neue Snacks, so viele Snacks aus Walt Disney World, die es über den Atlantik geschafft haben, wie zum Beispiel der Dole Whip, der Pineapple Dole Whip. Es ist auch wohl der Originale, wurde uns von Walt Disney World viel Travelern, viel Reisenden bestätigt. Also es ist der Dairy Free Dole Whip, Pineapple Dole Whip aus Walt Disney World. Dann gibt es Turkey Legs ab heute tatsächlich. Als wir da waren, gab es sie noch nicht. Ab heute gibt es wohl Turkey Legs im Last Chance Café. Müssen wir natürlich auch probieren, obwohl sie auf dem Bild jetzt nicht so appetitlich aussehen. Aber man muss es ja mal probieren, um euch darüber zu informieren, ob es sich lohnt oder nicht. Und an jeder Bäckerei, an jedem Foodstand, an jedem Restaurant gibt es neue Snacks. Das ist wirklich der Wahnsinn. Über Cookies, über Muffins, über Mousse in der Eiswaffel. Das hat Daniel probiert, das muss ich auch unbedingt beim nächsten. Er hat so davon geschwärmt, von dieser Mousse. Es gibt Mickey-Waffeln, also jetzt nicht die normale, die ihr kennt, die es sonst auch gab, sondern kleine, wie aus Walt Disney World, mit Sahne und Nutella. Das war der Knaller. Das wird mein neuestes Lieblingsfrühstück sein, diese Waffeln. Also kann ich ganz klar empfehlen. Gibt es bei Café de la Bruce hinten im Adventureland, wenn ihr weiter am Hakuna Matata weitergeht. Kommt ihr irgendwann an diesem Café vorbei. Und also überall gibt es neue Snacks, Kekse, Mickey. Also ich glaube, ich brauche einige Monate, um alles zu probieren. In Victoria's gibt es neue Cocktails auch. Milkshake, Pastries, also kleine Küchlein. Ich glaube, das wird das Video sprengen. Aber in den nächsten Vlogs werden wir natürlich uns peu à peu durch die Snacks probieren. Ich bin ja in 2 Wochen wieder da zum Jahreskarten-Event. Also vielleicht seid ihr ja auch vor Ort da. Wenn ihr mich seht, sprecht mich gerne an, da können wir kurz quatschen. Ich bin von Freitag bis Sonntag dort mit der Nina. Ja, und Daniel und Brina haben leider kein Ticket für das Jahreskarten-Event bekommen. Deswegen bin ich alleine mit der Nina unterwegs, aber ich freue mich sehr. Ja, das war alles zum Thema Restaurants und Food. Kommen wir zu den Neuigkeiten, die ich eben kurz schon mal angeschnitten habe. Und zwar geht es um das Thema C. Ihr wisst, was ich meine. Und zwar gibt es seit, ich glaube jetzt fast 2 Wochen, noch nicht ganz 2 Wochen, herrscht keine Maskenpflicht mehr im Disneyland Paris. Komplett. Indoor, Outdoor etc. Außer auf, im Shuttle. Im Shuttle, wenn ihr mit dem Bus fahrt, müsst ihr noch die Maske tragen. Ansonsten in den Hotels, auf den Attraktionen, draußen müsst ihr gar keine Maske tragen. Und das war letztes Wochenende wirklich sehr befreiend. Es war viel los, es waren viele Menschen, vor allem bei Illuminations oder der Parade. Aber da kann man natürlich die Maske anziehen, wenn man sich unwohl fühlt. Habe ich ja in Amerika auch gemacht. Und es war wirklich ein befreiendes Gefühl. Es war so viel besser, die Experience im Disneyland Paris. Mit Maske natürlich, aber ohne Maske einfach nochmal 100-mal besser. Ja, ich hoffe, dass es so bleibt. Ich hoffe es wirklich, aber das kann uns leider keiner sagen. Und auch ab derselben Woche, wo die Maskenpflicht gefallen ist, ich glaube 1-2 Tage später, wurde uns dann noch gesagt, wir dürfen wieder Charaktere umarmen. Das haben wir natürlich auch getan, leider nur einmal bei Winnie Pooh. Wir hatten nämlich sehr, sehr wenig Zeit an diesem Wochenende. Das hole ich aber natürlich nach in den nächsten Wochen. Es müssen wieder mehr Charaktere geknuddelt werden. Aber das gilt tatsächlich zurzeit nur für die Charaktere, die im Prinzip in einem Kostüm sind. Also komplett, von Kopf bis Fuß. Die sozusagen Face-Charaktere wie die Prinzessinnen oder Mary Poppins zum Beispiel oder die Prinzen, alles, was, wo man halt das Gesicht sieht und die mit einem sprechen, da ist tatsächlich noch der Abstand vorhanden. Also die haben immer noch einen Abstand, die Prinzessinnen zum Beispiel sind oben auf dem Schloss, Aurora oder Schneewittchen am Brunnen, also mit einer großen Distanz. Oder Mary Poppins war letztens beim Town Square bei dem Pavillon, genau. Und Gäste durften dann mit Absperrung dann davor Fotos machen. So wie man es kennt mit als Selfie-Spot. Aber die anderen Charaktere wie Winnie Pooh, Mickey Mouse,
ganzes Kostüm anhaben, darf man wieder umarmen und sich ihnen nähern. Wann das mit den Face-Charakteren sich ändert, wissen wir nicht, aber ich halte euch hier auf den Laufenden. Und dementsprechend ist auch der Princess-Pavillon auch noch kein Prinzessin-Pavillon, sondern immer noch mit dem Thron. Ja. Freue mich sehr. Und das Thema 2G wird auch gerade in Frankreich diskutiert. Da gibt es vielleicht auch Ende März neue Neuigkeiten. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Aber zurzeit herrscht noch 2G-Regel. Kommen wir zu neuem Merchandise. Ich habe mich ja schon ein bisschen zurückgehalten, aber zum Glück kam letztes Wochenende nicht das komplette Merchandise, was es zum 30. Geburtstag gibt. Das kommt immer peu à peu. Jetzt zum Beispiel jetzt vorgestern oder gestern gab es noch schon die Chip 'n Dale Ohren. Die gab es nicht, als wir da waren. Deswegen, ich habe ja schon ein Video gemacht zum aktuellen Merchandise, als ich da war letzte Woche. Das findet ihr, verlinke ich euch gerne bei dem i. Das könnt ihr schon mal anschauen. Und jedes Mal, wenn ich da bin, habe ich jetzt vor, ein neues Video zu machen zum Merchandise vom 30. Geburtstag, damit ihr auch immer aktuell auf dem neuesten Stand seid, inklusive Preise. Also dann in 2 Wochen gibt es ein neues Merchandise-Video und dann im April nochmal ein neues Merchandise-Video. Wie gesagt, es kommt ja immer neues Merchandise. Und es wurde tatsächlich neues Merchandise beim Annual Pass Event vorgestellt. Kurz Annual Pass Event. Ihr müsst kein Annual Pass Holder sein, um das zu gucken. Irgendwie finden die Termine immer in 2-, 3-, 4 Wochen Rhythmus statt. Das wird auch immer bei Instagram announced, wenn wieder ein Event stattfindet. Und das läuft dann über YouTube, meistens um 7 Uhr abends, glaube ich. Und zuerst läuft es nur auf Französisch und danach wird es, weil das halt eine Premiere ist, und danach wird es nochmal hochgeladen mit englischen Untertiteln. Aber ich bin dann immer so neugierig. Ich gucke es dann auf Französisch, verstehe die Hälfte gefühlt nicht oder mehr als die Hälfte. Hauptsache, ich sehe, was da los ist. Also das kann sich jeder angucken, kann ich auch empfehlen. Alle 3 bis 4 Wochen einfach die Augen aufhalten auf Instagram. Das wird da oft genug, announced. Also wann das stattfindet. Ich habe gerade einen Worthänger. Und beim letzten Annual Pass Event gab es tatsächlich ein paar Merchandise, wie soll man das sagen, exklusives Merchandise, das in den nächsten Wochen rauskommt. Und das nächste Annual Pass Event steht, glaube ich, auch schon vor der Tür. Das wird, glaube ich, nächste Woche gefilmt. Und da wird das Programm vom Annual Pass Event dann präsentiert. Da bin ich natürlich auch sehr gespannt und freue mich, weil in 2 Wochen ist auch schon das Annual Pass Event. Ja, aber ich sage euch erstmal was zum Merchandise. Ich blende euch hier natürlich auch immer die Bilder ein. Und zwar wird es einmal eine Eintrittskarte aus Metall in Gold geben, die so aussieht wie von 1992. Wann, wie viele Stückzahlen, weiß ich nicht. Aber bei der Eintrittskarte würde ich fast meinen Arsch drauf verwetten, dass es am 12. April rauskommt. Aber keine Garantie. Ja, dann seht ihr hier noch einige Figuren, die auch rauskommen werden. Und zwar einmal die Big Figure, von der haben wir schon einige Fotos gesehen. Aber auch eine Simba-Figur, eine Figur mit Donald und Chip 'n Dale, der versucht, das Schwert, jetzt weiß ich nicht, wie es heißt, das hinterm Schloss, das Schwert rauszuziehen. Finde ich auch super süß. Dann Mickey im Autopia-Auto und Minnie auf dem Lancelot-Karussell. Ja, Minnie finde ich tatsächlich sehr, sehr schön auf dem Karussell und auch Donald und Chip 'n Dale irgendwie ganz süß. Ja, mal gucken. Preislich wissen wir da noch gar nichts. Dann wird es ein Plüsch-Set geben mit den Plüschfiguren vom, ich glaube, warte, ich muss mal ein bisschen ranzoomen, vom 5. Geburtstag. Ich kann es kaum lesen. Ich glaube, vom 5. Geburtstag. Von 1992, 5. Geburtstag, 25. Geburtstag und 30. Geburtstag. Ja, das wird auch limitiert sein, dieses Plüsch-Set. Also, wenn ihr nicht vor Ort seid an dem Tag, wo es rauskommt, habt ihr wahrscheinlich keine Chance, eins zu bekommen. Finde ich auch sehr süß, muss ich sagen, aber ich habe es nicht so mit Plüschtieren. Und dann wird es noch eine Euro-Disney-Metall, was auch immer, ob es jetzt zum Aufhängen ist oder zum Hinstellen, ich weiß auch nicht, wie groß es ist, irgendwas aus Metall geben, wo die Attraktionen drauf sind und Euro-Disney dann draufsteht. Ja. Genau, das sind die 4 Sachen, die bei diesem Annual Pass Event preisgegeben wurden. Also ich empfehle euch, immer da mal wieder reinzuschauen, wenn es läuft. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann kommen wir ja nochmal kurz zum Geburtstags-Merchandise. Hatte ich ja eben schon kurz angeschnitten. Also
es kommt immer wieder Neues und es wird auch zurzeit immer nachgefüllt. Also es gibt immer noch Seifenspender, es gibt immer noch Jerseys. Wie lange? Das weiß man natürlich nicht. Ob jetzt der Spirit Jersey im September noch verfügbar ist, das weiß leider keiner. Das kann uns wahrscheinlich nicht mal Disney in Paris sagen. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, an Jersey ranzukommen, ob ihr direkt vor Ort seid oder über Freunde oder Instagram, dann würde ich die Sachen, die ihr unbedingt haben wollt, auf jeden Fall vorher schon sichern. Man weiß halt nicht, wie lange es noch verfügbar ist. Das ist bei Disney in Paris so ein bisschen wie im russisch Roulette-Spiel. Ja, ich habe euch zwischendurch immer noch schon Bilder reingezeigt vom Merchandise. Also ich muss sagen, ich liebe das neue Merchandise und ich habe noch einige Sachen, die auf meiner Liste sind. Letztes Wochenende habe ich mir nur die Sachen gekauft, die ich wirklich will. Und die nächsten, immer wenn ich da bin, werde ich mir jetzt immer was von der neuen Kollektion kaufen, damit ich nicht alles auf einmal ausgeben muss. Auch eine ganz oft gestellte Frage, die ich hier auch gerne mal erwähnen möchte, die ich bekommen habe. Wie lange läuft der 30. Geburtstag eigentlich? Also es gibt kein offizielles Enddatum von Disneyland Paris, das hat Disneyland Paris noch nicht preisgegeben, aber wir vermuten mindestens ein Jahr. Die Feierlichkeiten vom 25. Geburtstag liefen 2 Jahre. Ich glaube, 1,5 Jahre waren angesetzt und dann wurde es auch noch mal 1/2 Jahr verlängert. Also auf jeden Fall mindestens ein Jahr. Dazu muss man aber sagen, die Show Dream and Shine Brighter wird erstmal nur bis Ende September laufen, weil dann die Halloween-Season beginnt und die Christmas-Season. Und ob sie dann nächstes Jahr nochmal wiederkommt, weiß man nicht, ob nach der Christmas-Season. Müssen wir uns gedulden, gespannt sein, was Disneyland Paris da macht. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, bis Ende September nach Disneyland Paris zu fahren, tut das. Die Show ist einfach der Knaller, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, zum Thema Shows. Wenn wir gerade schon bei der Show sind, bleiben wir doch direkt dabei. Ja, die Show Dream and Shine Brighter. Ich habe mir sie ja am Freitag letzte Woche online angeguckt, weil da das Soft-Opening war und ich noch nicht vor Ort war. Und dann habe ich so gedacht, ja, war okay. Aber es hat mich irgendwie nicht so gecatcht. Hat mich so ein bisschen an Eminem, Hip-Hop, wie Daniel gesagt hat, erinnert. Fand ich also so von den Emotionen her durch den Bildschirm, fand ich es jetzt nicht so geil. Und dann am Samstag haben wir es mal live gesehen und da muss ich sagen, hat es mich mega gecatcht. Also allein diese Musik, es ist gut, die Sonne schien, wir hatten alle gute Laune, wir haben uns gefreut. Und dann kam diese Musik und die Tänzer und die Charaktere und ich war hin und weg. Also die Show macht wirklich gute Laune und wenn ihr die Möglichkeit habt, wie gesagt, schaut sie euch gerne an. Ich blende euch auch hier mal ein paar Bilder ein, die von der Show. Zur Show, also die startet ja hinten am Town Square und läuft die Main Street Richtung Schloss runter. An der Main Street zu stehen, kann man machen, wenn man gerade da steht. Also wir haben, glaube ich, beim Harringtons gewartet und dann kam sie vorbei, dann kann man sich das angucken. Aber jetzt eine Stunde vorher sich auf die Main Street zu stellen und dann kommen die da nur vorbei, würde ich jetzt nicht empfehlen. Stellt euch lieber am Central Plaza vor dem Schloss auf. Da sind die 4 Bühnen und da werden die Charaktere tatsächlich wechseln. Also ich glaube, Mickey und Minnie sind auf jeder Bühne drauf und auf jeder Bühne wechseln die Charaktere ständig. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, viele Charaktere auf einmal zu sehen. Es gibt Seifenblasen, es gibt Feuerwerk, es gibt tolle Songs, so ein Mix, so ein Medley von verschiedenen Disney-Songs und das macht wirklich, wirklich gute Laune, also gefällt mir echt gut die Show. Ich habe tatsächlich 2 Bühnen fehlen mir noch, wo ich die Show gucken muss, die 2 Bühnen rechts. Ich habe bereits die linken Bühnen abgefertigt sozusagen. Beim nächsten Mal gucken wir noch von den 2 rechten Bühnen. Ja, es gibt tatsächlich auch neue Charaktere, die es vorher also nicht in Disneyland Paris gab oder ein Charakter, es ist Miguel von Coco. Den gab es in der Form noch gar nicht in Disneyland Paris und es gibt auch seltene Charaktere wie Joy von Alles steht Kopf oder Judy Hopps und jetzt fällt mir der andere wieder nicht ein. Ihr habt es kommentiert, ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall der Fuchs. Mir fällt es nicht an. Auf jeden Fall, das sind auch Charaktere, die nicht oft in Disneyland Paris zu sehen sind und die sind jetzt auch bei der Parade dabei. Und Woody und Jessie haben einen neuen Look. Also es gibt ja diesen amerikanischen neuen Toy Story Look. Auch Buzz sieht anders aus sozusagen. So ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, echter, comichafter. Ich mag den Look. Also es ist Geschmackssache, aber ich finde den Look wirklich sehr, sehr schön.
Ja, jetzt noch ein paar Insights zu der Show Dream and Shine Brighter. Es gibt drei zentrale Themen, die in der Show aufgegriffen werden. Einmal Smile and Laugh Louder, also Lach, also Grinse und Lach lauter. Das zweite ist Open Your Heart, also öffne dein Herz. Und das dritte ist Believe in Your Dreams, glaube an deine Träume. Und das ist ja, muss ich sagen, auch ein Motto von mir. Wenn ihr Träume habt, glaubt daran, versucht es zu verwirklichen. Und ja, das ist auch so ein Motto von mir. Mehr als 30 Tänzer und Disney-Charaktere sind in dieser ganzen Show verwurschtelt und machen da mit. Es gibt neue bunte Wegen, von denen bin ich jetzt nicht so begeistert, muss ich sagen. Da fehlt mir so ein bisschen was an diesen Wegen. Also die sind halt bunt mit Gläsern und da stehen dann die Charaktere drauf, aber irgendwie fehlt mir da was. Ich mag diesen Stil überhaupt nicht. Ja, zwei neue Songs. Und da habe ich eben schon erwähnt, ein Remix mit über 20 Disney-Songs. Die Songs, also die Musik ist echt super, mega cool. Und dann noch wurde ja announced, dass Mickey and the Magician zurückkommt zum 30. Geburtstag. Das verschiebt, also ich weiß nicht, ob es sich verschiebt, aber es ist jetzt erstmal geplant für den 23. April. Die Feierlichkeiten machen am 6., also starten am 6. April und es wird damit beworben und Mickey and the Magician kommt erst am 23. April. Warum? Ob sie das Personal noch nicht haben für die Show, man weiß es nicht. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es ist lange her, dass ich die Show gesehen habe. Das heißt, wir werden sie erst im Mai sehen können, wenn wir da sind. Aber Mickey and the Magician lohnt sich auf jeden Fall. Es ist auch eine super, super tolle Show. Und dann gibt es noch eine Sache, die limitiert ist. Und zwar Minnie Maus in ihrem neuen Hosenanzug. Das ist ja auch so ein Thema, was sehr die Gemüter spaltet. Wir wollten sie letztes Wochenende treffen, weil dann ab Sonntag gab es sie dann zum Treffen in den Walt Disney Studios. Wir sind dann dahin und hatten zum Glück jemanden dabei, der eine Green Card hatte. Also ja, wären eigentlich mit Green Card reingekommen. Aber da wurde uns gesagt, nee, ist voll. Wir müssen mindestens auch mit der Green Card eine Stunde, bevor sie überhaupt da die Uhrzeit anfängt, überhaupt da sein. Das hatten wir an dem Sonntag jetzt nicht geschafft. Ich bin ja in 2 Wochen nochmal da mit Nina. Das nehmen wir dann auf jeden Fall in Angriff, denn Minnie Maus in ihrem neuen Pantsuit ist nur bis 31. März da. Das ist halt so eine Aktion zu Women's History Month und der Pantsuit oder dieser Hosenanzug wurde ja von Stella McCartney designt. Ich persönlich, also ich habe es noch nicht live gesehen, aber auf Bildern sieht er aus wie ein Schlafanzug. Also dieses schwarz-blaue Punkte. Ist Geschmackssache. Aber ich möchte sie natürlich einmal treffen und auch ein Foto mit ihr machen, dann nur damit ich das auch sozusagen festhalten kann, dass ich sie mal getroffen habe in ihrem Stella McCartney Hosenanzug. Ja, so viel zu den Shows und dann kommen wir noch zur Delight Show. Und da waren wir auch sehr gespannt drauf, denn wir hatten, es war so ein Donnerstag, am Samstag war es so, ach, kommt sie jetzt, kommt sie nicht. Am Ende kam sie. Vor Illuminations, die D-Light Show und ja, wir standen dann da und waren so total aufgeregt. Auf einmal gingen dann die Drohnen an. Also beide Shows, ich komme noch auf die zweite gleich zu sprechen, findet ihr bereits auf meinem YouTube-Kanal, verlinke ich euch gerne bei dem i. Ja, wir standen dann da und dann haben wir gesagt, ja, das war ganz nett, die D-Light Show. Im Prinzip ist es nur ein bisschen Projektion, Laser, Nebel, Wasserfontänen und am Ende kommt, bumm, die 30 im Himmel von den Drohnen. Sieht super aus, also sieht mega gut aus und dann war es vorbei. Und dann hieß es, jetzt kommt Illuminations. Wir dachten so, ja, das war ganz nett. während Illuminations haben wir dann schnell dieses D-Light-Video auf YouTube hochgeladen, damit es schnell online ist. Das heißt, von Illuminations habe ich da nicht mitbekommen. Und dann nach Illuminations haben wir uns dann umgedreht zu Sven und gequatscht, wie wir das halt fanden. Auf einmal ging es weiter und wir so, was ist denn jetzt los? Und dann kam Afterglow. Also das ist die Show nach Illuminations. Also bitte nach Illuminations nicht einfach losrennen und denken, ich muss hier als erstes raus, damit ich den Menschenmassen aus dem Weg gehe. Bleibt zu Afterglow, denn Afterglow ist definitiv besser als Delight. Es gibt nochmal dieses Un Monde Cusillimi, dieses Lied, läuft komplett am Stück. Super gute Laune, tolle Projektion und mehr Drohnenshows. Also nicht nur die 30 wird in der Luft gezeigt, die Drohnen bewegen sich, sie wechseln, sie glitzern.
Es wird auch mal eine Mickey dargestellt, also nur in so einer Kugel. Das sieht echt 3D-mäßig aus. Also sie sieht wirklich gut aus. Das heißt, ja, bleibt auf jeden Fall auch nach Illuminations stehen und rennt nicht sofort aus dem Park raus. Auch wenn man dazu gerne... Und die anderen Leute, wir standen dann noch bei dem zweiten Tag am Sonntag und die Leute gehen und gehen und wir so, bleibt doch stehen. Es kommt doch noch was. Aber viele wissen es natürlich nicht. Ja, also Afterglow. Ich packe euch auch gern mal hier den Link von... dem YouTube-Video von Disneyland Paris rein, hier bei dem i. Da findet ihr ein Video behind the scenes zu den Drohnen. Auch sehr interessant, könnt ihr euch mal anschauen. Und das ist ja auch der erste Disney-Park, der Drohnen über dem Schloss, also in einer Show über dem Schloss nutzt. Ja. Wir haben am Wochenende auch drüber gequatscht. Es gab wohl schon eine Show in Disney Springs mit Drohnen, aber ja, es ist wohl der erste Disney-Park, der über dem Schlossdrohnen benutzt. Ja, so viel zur Delight-Show. Also finde ich wirklich schön. Delight ist so ein guter Aufwärmer. Dann kommt Disney Illuminations und dann kommt Afterglow. Also wirklich ein rundum gelungenes Programm für den Abend. Und ab 2. April, habe ich tatsächlich jetzt auch vor kurzem gesehen, hat der Park bis 23 Uhr auf. Das heißt, ihr müsst sehr lange im Park bleiben. Oder ihr kommt halt später in den Park oder macht mittags eine Pause, weil um 23 Uhr ist das ganze Programm, bis man dann im Auto ist und im Hotelzimmer ist bestimmt locker 12 Uhr. Das ist schon sehr anstrengend. Also wir werden wahrscheinlich nicht jeden Tag das dann gucken können, weil das schlaucht einfach. Aber mit Nina muss ich auf jeden Fall einmal gucken in 2 Wochen, weil sie hat zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Ja, kommen wir zu Gardens of Wonder. Das habe ich auch ein paar Beispielbilder. Finde ich wirklich sehr schön. Generell die Deko zum 30. Geburtstag gefällt mir sehr, sehr gut. Diese Drehrädchen, dieses Iridescent, diese Farben, aus welchem Winkel man guckt, wie die Sonne gerade reinstrahlt, wechselt die Farbe. Also wirklich ganz, ganz tolle Deko. Und die Gardens of Wonder sind ja in 10 verschiedene Themenbereiche unterteilt, unter anderem an, Space, also Weltraum, Dschungel, Prinzessinnen, Villains etc. etc. Also in ganz, ganz viele Bereiche. Und ja, es sind 30, passend zum 30. Geburtstag, kinetische Disney- und Pixar-Figuren und auch solche Charaktere, die man nicht so oft sieht in Disneyland Paris, wie Baymax zum Beispiel. Oder, jetzt habe ich auch den Namen wieder vergessen, der Drache von Raya. Ich habe den Film immer noch nicht gesehen. Ja, und auch bei Nacht sind die Gardens of Wonder super schön. Wir hatten leider nicht so die Gelegenheit, alle Gardens of Wonder zu sehen, denn bei uns war Illuminations immer schon um 8 und wir mussten uns eine Stunde vorher hinstellen, das heißt um 7. Und die Bereiche werden ja auch vorher schon abgesperrt für Illuminations, also zum Beispiel vorne bei den Prinzessinnen oder bei Villains, und da kann man abends gar nicht hin. Wenn der Park jetzt bis 23 Uhr auf hat, kann man natürlich auch nochmal abends sich die kompletten Gardens of Wonder anschauen. Das werde ich auf jeden Fall in 2 Wochen machen und euch dann noch wieder mitnehmen und es komplett euch durch die Gardens of Wonder bei Nacht nehmen. Ja, und dann habe ich nur noch 2 Fun Facts und eine kleine Neuigkeit zum Avengers Campus. Und zwar haben Mickey und Minnie mehr als 450 Kostüme im Kleiderschrank. Ich könnte vielleicht ein paar mehr haben, wenn man alles zusammenrechnet, aber beide zusammen 450 Kostüme, das heißt pro Mickey und pro Minnie sind es 225 Kostüme. Das ist schon echt viel. Ich würde die gerne mal alle wissen. Können die das ja irgendwann mal zeigen, die genaue Abfolge, welche Kostüme das alles sind? Das würde mich sehr interessieren. Und ja, tatsächlich seit 1992 wurden mehr als 2000 Kostüme designt in Disneyland Paris. 2000 für Tänzer, für Charaktere etc. Also das ist schon eine Hausnummer. Ja, und dann noch eine kurze Neuigkeit zum Avengers Campus. Es ist jetzt nichts Weltbewegendes. Das Eingangsschild wurde jetzt installiert. Wir haben ein Foto von Inside Ears zur Verfügung gestellt bekommen mit Natascha Rafalski, die an dem Eingangsschild steht und ja, das wird dann am Eingang stehen und die Leute begrüßen. Es gibt immer noch kein Datum, immer noch Sommer. Es gibt so Gemunkel, die einen sagen Juni, die anderen sagen Juli, die anderen sagen August. Wir haben leider noch kein offizielles Datum, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin jetzt nicht der größte Marvel-Fan, aber das wird auf jeden Fall groß. Bin auf jeden Fall auch dann dabei beim Eröffnungswochenende vom Marvel Campus. Da könnt ihr euch sicher sein. Ja. Und das war's vom News-Video. Es war so ein Mix aus News-Video und auch
Fazit vom 30. Geburtstag von mir persönlich. Also mein Fazit, kurz gesagt, besucht den Park zum 30. Geburtstag. Es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt auch noch mit weniger Maßnahmen, mit keine Maske etc. Es war einfach ein ganz, ganz tolles Wochenende. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!